Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Pokémon Platin in der Randomizer Nuzlocke Challenge. So, ich habe gerade keine Ahnung, wie es mit meinem Team aussieht. Oh, könnte ich nochmal heilen? So, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Wir haben in der letzten Folge Jubelshot erreicht. Haben das Paket abgeliefert. Ich glaube, sowas vieles noch gar nicht mehr passiert. Naja, und wir haben Lebel getroffen von der internationalen Polizei. Keine Ahnung. Polizei ist da, okay. Wird schon ihren Job machen. So. Wir gehen dann erst einmal weiter. Wir können dann nämlich langsam Jubelschaft noch nicht verlassen. Was wird das denn jetzt damit? Nennt sich der Pokémon-Trainer. Ah, und besitzt kein Pocket. Das ist so, dass wir eine Pokémon-Armbanduhr. Meine Güte, du bist ein seltsames Wesen, aber echt. Du musst wissen, ich habe den Pocket erfunden und stelle ihn her. Und jetzt hätte ich auch die Werbekampagne dafür. Alles, was du tun musst, ist, 3 Clowns in Jubelstadt zu finden. Wenn du sie findest und nun, du kannst einen Pocket bekommen. Ja, machen wir einfach mal alles, was gratis ist, nehmen wir mit. Hallo, ich bin ein Clown der Pocket-Werbekampagne. Ich habe eine Frage für dich. Wird dein Pokémon durch Kämpfe und durch Erfahrungspunkte stärker? Ja, haben wir schon kennengelernt. Ding, ding, du hast absolut recht. Pokémon werden stärker, indem andere bla 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 bla. Das ist jetzt einfach nur gerade nichts anderes als noch ein kleines Tutorial, nur mal so. Du kannst eigentlich hier nur in diesem Pocket gewinnen. Ist aber trotzdem ein nützliches Item. Ja, bei der nächsten Clown. Kann der Pokémon ein Item halten? Jawohl, kann es. Ich glaube, wir müssen ja 3 Clowns finden und jeder hat bei jedem ist ja die richtige Antwort ja. Der nächste müsste hier sein, genau. Ja, ja, du bist auch ein Pokémon-Typ wieder. Die Pokémon haben Typen bzw. Elementenklassen. Gilt das auch für Attacken? Jo. Gibt Feuerattacken, Wasserattacken, bla bla bla. Und wir haben alle 3 Coupons zusammen und kriegen einen Pocket-Schitz geschenkt. Und ich mal hier, genau, hier haben wir noch Pokéball. Nice, oh, Piosigi. Muss ich mal gucken. Führt einem Träger Verbindungen zu. Ich muss aber mal gerade hier. Ja, lass mal einfach mal so. Dann soll ich aber auch dann hier wieder machen. Jetzt will ich mal überlegen, wenn es Verbindungen zufügt, wird das vielleicht ein Item für Blazen League? Oder? Ich muss mal genau dazu nur Strategien anschauen, ob da was möglich ist und so weiter. Aber machen wir später. Wir holen uns jetzt erstmal unsere Pocket. Für diese Kokos-Sektion nun, jawohl, den Pocket. Ja, und wir sehen jetzt hier unten, das ist eine Armbanduhr. Hier so. Berühre den Bildschirm des Pocket und probiere ihn mal aus. Ja, machen wir später. Ich lasse das einfach so auf. Oder, warte mal. Wir schauen mal so drüber. Genau, das wollte ich haben. Da kann man so unser Team angucken, wie es so aussieht von dem KP her. Haben wir halt hier so die Leiste, wenn wir das mal draufklicken. Ist schon recht lustig. Da haben wir einen Schrittzähler, das ist ganz langweilig. Ein Taschenrechner, wofür braucht man Taschenrechner bei Pokémon? Haben wir wieder die Uhrzeit. Ich lasse es aber bei dem Team. Und ich würde mal gerade gucken, wie sieht das generell mit Trinken und so weiter aus. Haben wir 6 Stück Pokebälle? Haben wir 12? Würde ich nochmal 2 Gegengifte holen. Und ein Paraheiler. Besonders das Gegengift ist wichtig, weil Vergiftung kann am Anfang verdammt tödlich sein, finde ich. Gut, später ist schwere Vergiftung auch noch sehr, sehr tödlich. Aber naja. Wir gehen mal weiter und. Ui! Oh, crazy. Hey, du bist schon stärker geworden? Ich? Da musst du doch fragen. Natürlich bin ich stärker geworden. Hä? Und weißt du was? Das zeige ich dir sogar. Stimmt, der nächste Rivalenkampf. Ich habe ein bisschen Angst. Alles klar, crazy. Was hast du für mich im Angebot? Ein Safcon. Okay. Das sollte Mr. Krabs sogar noch packen, wenn wir speziell anmelden.
Okay, das kann sich jetzt nur noch einen Stunden annehmen. Oder ist der Klammer noch besser? Noch ja, das ist aber nur noch eine Frage der Zeit. Weißt du was, wir beschleunigen das Ganze und holen mal kurz Blaze Snake. Der geht mir auf den Sack. Ich finde Kämpfe am Anfang gegen Zafcon und diese ganzen Kokon-Pokémon, Zafcon, Shaloko und sowas, die sind am Anfang so nervig. Weil du fast nur Tackle hast. Aber gut. Wir erreichen der Belacht mit Mr. Krabs. Ui. Drei auf Angriff und Verteidigung? Ja, GG. Ein Onix. Da wird schon bald wieder Mr. Krabs nehmen. Einfach nur so sagen. Ich bin Pokémon. Hallo, Mr. Krabs. Okay. Und wir greifen mit Blubber an. Wollen wir da einfällt. Wir kriegen jetzt gleich unser nächstes Teammitglied. Hoffe ich zumindest. Okay. Was ist denn aber gerade mit meiner Webcam? Oh. Schwiert so ein bisschen. Muss ich nachher mal gucken. Kann aber erstmal im Wetter liegen, glaube ich. Mein PC ist ja auch nicht mehr wirklich der Beste. Das reicht nur so zum Aufnehmen. Mein Pokémon geht die KP aus. Das könnte eng werden. Ja, ja, wird doch eng für dich. Greif du noch. Ja, ja, mach Härtner, mach Härtner. Kann nicht schief gehen. Und ganz geschafft. Das war es schon. Und ich wurde besiegt. Und wer? 200 Erfahrungspunkte. Level 9. Silberblick, ja gut. Was ist denn passiert? Ich hab verloren. 900 Poké-Dollar, nice. Ah, ich hab verloren? Wie meinst du das? Das war's ja wohl. Das war das letzte Mal, dass ich verloren habe. Ich werde der stärkste Trainer, den die Welt je gesehen hat. Und das weißt du ganz genau. Als erstes nehme ich mit den Arenaleitern Erzling vor. Aber davor muss ich erstmal richtig fleißig trainieren. Ja, das Poké-Center ist in die Richtung. Gut. Und unser fünftes Teammitglied? Oh. Ein Babalin. Das will ich jetzt erst einmal nur fangen, aber nicht ins aktive Team mit reinnehmen. Also, Klammer. Ich korrigiere, das würde ich generell ins Team mitnehmen, aber Mr. Krabs hat keinen Bock drauf, das ist das einzige, was der Pokémon im Team sein, habe ich gehört. Okay. Tota. Okay, guck mal, ob wir das mit Mr. Krabs hinkriegen. Also hier ist es auf jeden Fall Blaze Snake Tabu. Ah, das ärgert mich jetzt gerade. So ein Bojelin später, das wäre schon nicht schlecht. Das ist ein starkes Wasser-Pokémon. Okay, der Turtok kann anscheinend noch nichts. Ich habe ein bisschen überreagiert. Aber gut. Wir haben hier quasi gerade vier Möglichkeiten, glaube ich, Pokémon zu fangen. Wir könnten links von der Stadt noch was machen. Wir könnten nach oben gehen. Da haben wir sogar zwei Möglichkeiten. Und rechts von Jubelstadt, wo wir jetzt gerade sind, hätten wir die eine Möglichkeit gehabt, die haben wir versäumt. Und dann kommt dann noch ein Gebiet, wo wir jetzt fahren können. So. Ein Hippoteros. Wir kämpfen mal weiter. Ah, ist es welche, was ich erfahren habe? Ah, es ist ein männliches. Fun Fact bei Hippoteros. Das männliche ist dieses beigebraun. Ich nenne es mal lehmbraun. Und weibliche sind komplett schwarz. Der ist jetzt so im Kampf. Klammer. Ist das besser? Ja. Naja. Gehen hier nach E einmal kurz heilen.
Das ärgert mich jetzt, dass gerade irgendwo ein Crit kam. Also generell hab ich jetzt schon gelernt, die Wiese ist einfach so viele Pokémon zu fangen wie möglich. Einfach auf Sicherheit haben. Und Backup-Möglichkeiten zu haben, dass man wirklich noch weitere Pokémon fangen kann. Ich glaube, Krabi kriegt noch einen Level up. Jawohl. Level 11. Alter, da kriegt er auch Angriff dazu. Ah, Härtner wird jetzt... Moment, war jetzt Härtner 1 oder 2 hoch? Ne, war nur 1 hoch. Okay. Ich glaube, da war dann jetzt kein Trainer mehr. Nur noch ein Item. Noch ein ovaler Stein, ja gut. Ich glaube, die kann man gut verkaufen. Bin ich aber nicht sicher. Also wenn wir mal Geldprobleme haben, ne? Na gut. Wir haben unsere 4 Pokémon, wir haben 2 Käfer-Pokémon, wir haben... Ich glaube, ist Roman gerade eigentlich Käfer-Gift oder Käferflug? Muss ich vielleicht mal nachschauen. Das interessiert mich jetzt mal gerade. Käfer-Gift. Und wir haben Käferflug. Ich würde dann sogar nochmal Screen nach vorne setzen. Damit wir das nochmal ein bisschen trainieren. Ich gucke echt, dass ich so ziemlich alle Kämpfe, die es geht, mitnehme. Hier oben war nichts mehr. Hallo, nächster Trainer. Mein Scheinux ist immer in meiner Nähe. Wir haben eine enge Bindung. Du hast aber keinen Scheinux. Das wette ich. Du hast nämlich einen Premium-Scorer. Oh, Level 8 schon. Ja, die Levelkurve ist gar nicht mal so schlecht. Aber das sollten wir packen. Ich meine, im Notfall wechsle ich einfach wieder zu Blaziken. Ja. Windschutz ist da echt stark. Ach ja, bevor die Frage in den Kommentaren auf. Und genau deswegen habe ich Gegengift mitgemacht. Das war mir einfach klar, dass so etwas passiert. So, wo ich gerade hinaus wollte, bevor jemand fragt, warum ich ich mal kurz die Webcam deaktiviere, habe ich ja hier diese Punkte unter den Orden über den Pokémon. Oh, Sekunda Level 7. Oh, Konfusstrahl. Auf jeden Fall, warum ich da nicht die Pokémon abbilde, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. So, jetzt beispielsweise wähle die Webcam an. Hat das gerade ernsthaft fast 3 Level abgekommen? Alter Falter. So, jetzt kann man nämlich ganz gemütlich weitergehen. Und hier in den Trainer kämpfen. Bevor ich den Leiter der Pokémon-Arena herausfordere, werde ich meine Fähigkeit an dir testen. Ja, mach du das mal. Ich bin immer gespannt, wann der erste richtig kranke Schütter auftaucht. Auch ein Knogger. Bodenattacken? Ich müsste das gleich noch drauf haben. Ich könnte eigentlich aber mit Konfusstrahl jetzt ein bisschen spielen. Ich glaube, das mache ich sogar. Konfusstrahl ist einfach so wundervoll arschig. Oh, guck mal, du bist verwirrt. Greif dich selber an. Ich weiß nicht wieso, aber was ich immer so krass finde, ist, warum man in der Nuzlocke so teilweise tierische Angst hat vor Arenaleiter oder so etwas. Weil, naja, der kranke Schütze kann immer kommen. Und dann steckt nochmal der Trainer schon ein. Was haben wir? Ein Celebi, Lugia, Rayquaza. Oder so ein Metagross oder so etwas. Zornklinge. Nehmen wir mal mit. Das nehme ich. Da nehme ich dann Lockduft raus. Jetzt habe ich mal eine gute Attacke gegen Psycho-Pokémon. Warte, was? Alter, Secret Level da
aber auch nach, das ist unglaublich. Das wird immer besser. So, gehen wir mal weiter. Was hätte man denn noch so kriegen können? Auch nochmal Dopamin. Ich hätte echt gerne genug, kleiner Kumpel. Aber ich habe da so eine blöde Krabbe, die meinte, mich richtig zu beeindrucken mit seinen Kampffähigkeiten. Oh naja. Ich suche da nach Pokémon und von deinem Trainer. Was? Okay, 4 Pokémon, ach du Scheiße. Ui, die Animation von Sandal kann ich noch gar nicht. Komm, ich spiele ein bisschen mit Zornklinge rum. Halt, je öfter wir Zornklinge einsetzen, desto stärker wird es. Also hintereinander einsetzen. Ja, hat man jetzt schon gut gesehen. Also der nächste dürfte das besiegen. Es sei denn, die Verteidigung war jetzt stark genug, aber ich bezweifle es. Sie hier. 79 HP. Ja, ich weiß eher so ein Snack. Rotom! Jetzt bin ich am Überlegen. Was hat er da? Nachteil, ich wechsle lieber zum Blaze-Snack. Ich bin echt mal gespannt, wann es soweit ist, dass ich da wirklich mal komplett strategisch nachdenken muss, dass ich so 4-5 Minuten einfach nur komplett Brain auf Carbon. Ich hab Rotom, den ich noch nie trainiert. Gut, Donnerwelle. Dankeschön. Servus, danke, ciao. Jetzt mach doch nicht diesen. Greif bitte an. Danke. Gut, dann wechseln wir jetzt einfach wieder aus. Vorher kriege ich auch noch ein Level-Up als Belohnung. Alter, 3 Verteidigung. Forstelka. Da würde ich jetzt doch noch bei Blaze-Snack bleiben. Weil der Forstelka kriegt gut Schaden von Blut. Ja, greifst du mal normal an. Aber so ein Tackle. Jetzt zieht er nicht so in die Länge, Forstelka. Du bist besiegt, das weiß, wissen wir beide. Können wir mal weitermachen? Wenn die Paralyse kommt, ne? Danke. Beutel, Statusheilmittel. Wie gefällt das? Oh, Verwirrung. Schussparalyse. Da geht mir jetzt auf den Sack. Ich muss aber noch keine Trick benutzen. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Nein, ich wollte keine Items benutzen. Ich wollte hier hin und gut. So. Ich wollte keine Items benutzen. Ich wollte auf Kampf und gut. Boah, ey. Langsam wird es lästig. Danke schön. War das so schwierig? Noch ein Pie. Das sollte Screen aber schaffen. Ich finde lustig, ich habe OBS gerade auf dem linken Bildschirm quasi so, dass ich nur gerade ausschauen muss. Und sonst schaue ich dann immer so auf den Emulator, aber jetzt schaue ich komplett über auch das über OBS. Finde ich mal lustig. Gut. Okay, damit hat sich Giftstachel und Zornklinge schon mal erledigt. Das heißt, wir greifen mit Windstoß an. So. Und damit hätten wir das auch erledigt. Ja, ich bin schon fertig. Du darfst abwischen. Wollen wir den Trainer noch machen oder? Ja, komm.
Ich werde überlegen, jetzt mal rechts in die Höhle da reinzugehen. Dass wir dann nochmal versuchen, unser fünftes Mitglied zu fangen. Ein Kaumalat. Scheiße, Kaumalat. Ich versuche es ganz schnell zu verwirren. Weil zu der Befürchtung haben, dass es eine bestimmte Attacke kann. Okay. Wenn das Scheißvieh Drachenrot kam, haben wir ein ernsthaftes Problem. Ist jetzt nicht dein Ernst? Ich muss es jetzt irgendwie fertig machen. Das kann uns jetzt komplett die Nasslok versauen. Ja, da haben wir schon. Das erste Opfer. Mann! Warum musste Hotweiser jetzt sterben? Warum musste das... Ich beende hier die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein. Verdammte Kacke.